So, hallo, wir machen weiter bei Soul Blazer. Das letzte Mal haben wir uns die Eisrüstung geholt, die wir eigentlich schon längst hätten haben können. Gar nicht mehr brauchen wahrscheinlich. Aber egal. Und einige Leute hier befreit und die wollen wir jetzt auch mal alle anquatschen. Dich kenne ich schon, oder? Ja. Habe ich schon, danke. Moment, ich muss mich umrüsten. Zurück zur Lichtrüstung. Ja, passt. Ah, und den hier zurück zum. So. Du kannst in einem Level das Heilschwert tragen. Ja. Da warte ich ja schon die ganze Zeit. Och, er pennt. Er ist gar nicht tot. Ja, dann ändern wir das doch gleich mal. Also nicht ihn töten, sondern. Wir wären dann das eigentlich ja gar nicht. Ist ja egal. Ich wurde von einem Monster namens Forschung heimgesucht. Science! Ich habe meiner Frau und meiner Tochter nicht genügend Beachtung geschenkt. Was ist jetzt? Ach so! Ach, Forschung, ja, jetzt verstehe ich das. Wow, ich bin blöd. Ich verstehe es aber immer noch nicht. Ich wurde als Genie und Wissenschaftler gefeiert und sogar der König gab mir Aufträge. Ich habe immer wieder neue Sachen wie den Fahrstuhl der Wassermühle oder dieses Luftschiff erfunden. Letztendlich erfand ich eine Maschine, um DevTool zu rufen, nur um etwas zu merken. Werkzeuge sind dazu da, den Menschen das Leben einfacher zu machen. Aber wenn die Werkzeuge anfangen, die Menschen zu benutzen, wird ihre Kultur verschwinden und sie werden unglücklich. Wenn ich zur Welt des Bösen gelange, wird DevTool gerufen. Ich kann nicht glauben, dass diese wunderschöne Welt zerstört wird. Bitte lass mich irgendwo raus. Dr. Leo, Sie haben vielleicht recht. Aber ich muss sie zu Mackwoods Schloss bringen, damit sie nicht entkommen. Ich muss mir Gedanken um das Jetzt machen, nicht um morgen. Ich muss meine Arbeit erledigen oder ich werde bestraft. Versuchen Sie bitte, mich zu verstehen. Oh, ich habe geschlafen. Ich habe in der letzten Zeit denselben Traum wie Dr. Leo. Wenn ich Dr. Leo freigelassen hätte, wäre die Welt jetzt nicht so. Ich weiß nicht mehr, wem ich gehorchen soll. Im Keller von Mackwoods Schloss gibt es viele Dornen. Du musst diese Rüstung tragen. Conan erhielt die Elementaristürme. So. Das ist nicht Elementaristürme. Beschützt dich vor den Gefahrenzonen. Aha. Na gut, dann quatschen wir mal mit den Leuten hier noch. Ich bewache das Schloss, rede nicht mit mir. Jetzt erst recht. Was hältst du von der Mauer? Ich bin bekannt als schneller Architekt. Welche Mauer? Links die. Das ist Und eine Mauer? rechts. Hä? Links. Das ganze Ding. Um dieses Zeug rum. Ach, das da. Ja. Denke ich mal. Super. Tolle Mauer. Ich bewache das Schloss, rede. Was sag mal? Ist das derselbe? Ist der jetzt einmal Ja, klar. rumgelaufen? Ja. Lol. So langsam war ich. Na dann. Hier waren wir schon, hä? Okay. Hab ich nicht. Ich hab doch irgendwo. Wo sind denn die ganzen Häuser, die aufgetaucht sind? Hier Sänger und. Hast du nicht Links. gesehen? Wer bist du? Ach, komm. Alter, was behindert. Schon wieder der. Please, da. Ach, hier. Ach, das war nur ein Haus. Okay. Ich dachte, es waren zwei Häuser. Einer der Soldaten hat den König betrogen. Er versucht, mit Dr. Leo zu entkommen. Ich möchte spielen, aber eine Saite ist kaputt. Ja, Mensch. Na gut, dann gehen wir jetzt eben wieder in den Keller runter. Ja. Was weiß ich, Keller, Kerker, Katakomben, Kanalisation, Keller. alles mit K. So. Du. Oh, ich kann es kaum erwarten, Level 22 zu sein. Nur, dass du keine Geister mehr töten kannst da. Scheiß auf Geister, dann kriege ich Energie, wenn ich jemanden töte. Sofern ich denjenigen töten kann.
Und 1200. Und 1200. Achso, jetzt fehlt mir hier immer noch diese eine Monsterhöhle, aber okay, lassen wir die erstmal. Jupp. So, wo sind jetzt hier die Dornen? Oh. Da nicht. Da ist wahrscheinlich der Rückweg. Ist irgendwie nichts? Ach, hier. Oh, wirklich. Nein. Haha. Voll verarscht. Ja. Ach. Die sind irgendwie stärker als die anderen, kann das sein? Nö, aber du hast, glaube ich, einen Traumstab an, oder? Das erklärt ja irgendwie so ein bisschen was. Eine Jungfrau. Tja, du weißt ja, was zu tun ist. Nein. Dann nicht. Aber mir macht das schon gerade so ein bisschen Sorgen, dass da oben gerade nur Soldaten und eine Jungfrau sind. Du kannst ja drüber laufen, über diese Stacheln, glaube ich. Kann ich jetzt? Mhm. Und ach na, scheiß drauf. Das wäre ein Spoiler. Ich spoiler dich nicht. Spoiler mich nicht. Ja. Ja, das ist jetzt ja mit der Elementarrüstung total billo. Ja, ich hatte die da noch nicht. Sehr gut. Bin halt alles durchgegangen ohne zurücksingen. Das sind Geister. Extra Schwert und so. Ach, stimmt ja. Oh! Energie! Wow. Ja, das hat sich gelohnt. Nicht. Wow. Ja, das hier ist echt Billo jetzt für dich. Ja, voll die Gefahrenzone, ne? Oh. Na, da kommen direkt alle raus. Ja. Wenigstens. Geht's wenigstens schnell. So. Dum, dum, dum. Aha. Noch ein Soldat. Lasst bloß die Jungfrau in Ruhe, Jungs, ich sag's euch. Nein! Die schwarze Kugel des Todes. Ja. Ja, das ist ein Hand. Ist auch cool. Wenn die direkt alles spawnen. Das stimmt. Einen Sänger! 23.23 Uhr. Der hat bestimmt eine Seite. Das stimmt auch. Warum sollte ein Sänger eine Seite haben, wenn er singt? Der andere hat ja auch eine kaputte Harfe. Ja, aber das ist ein Musiker. Nein, der war auch Sänger genannt. Ah, okay, ja gut. Die gehören so bestimmt zusammen. Richtig, ein Trio. Genau. Gib mir Level 22! Ach ja, stimmt. Ach, diese scheiß Kugeln schon wieder. Das war ja richtig behindert. Das mit den Kugeln meinst du? Nee. Ich hab mal geguckt, wo die Hafenseiten sind. Ach so. Hafenseiten, ne? Nichts boilern! Wollen wir Freitag ein Soldat, aber ich habe keine Ahnung, wo das ist. Bitte rechte Dr. Leo, muss im Kerk im linken Turm sein. Okay. Mach ich, kein Thema. Oh, leck mich doch am. Die blöden Kugeln, ne? Die sind voll cool. Gar nicht.
Ein Soldat. Ah, das ist der linke Turm. I see. Das heißt, ich bin jetzt hier auch fertig, denn ich komme hier wieder zurück. Check. Okay, dann fehlt nur noch die eine Monsterhöhle in dem einen Abschnitt, aber die kann ich aus irgendeinem Grund, wie du gesagt hast, noch nicht sehen. Na gut. Dann gehen wir da halt noch nicht hin. Dann gehen wir erstmal. Okay. Dann gehen wir erstmal neue Leute ab. Wie zum Beispiel den neuen Sänger. Der hat ja die Hafenseite. Ich habe einen Freund, der dem König nicht gehorcht hat. Er wollte mit Dr. Leo fliehen. Er wurde in die Folterkammer im ersten Kellergeschoss geschnappt. Er kam nie zurück. Diese Hafenseite ist ein Geburtstagsgeschenk von meinem Freund. Eine Seite. Ich kann schöne Musik spielen mit dieser Seite. Er sagte immer, dass ich das könnte. Gib die mir. Na gut, ich muss jetzt den Freund befreien. Ich verstehe schon. Okay. Ja. Ja. Danke. Bam, bum, bam, bum, bam. Was ist hier aufgetaucht? Ach ja, die Jungfrau. Haben dich auch alle in Ruhe gelassen? Ich hoffe doch. Dies ist der Schlafsaal der Soldaten. Ich kümmere mich um sie. Ja, na gut. Muss das dann die Jungfrau sein? Das kann auch eine normale Frau sein. Ich wollte mich hier nur ein wenig ausruhen. Während er der Wache zuhört, sieht Conan eine Karte unter dem Fuß der Wache. Aber Conan kann nicht an sie dran, weil die Wache draufsteht. Danke, lieber Erzähler, dass du mir erzählst, dass ich zu blöd bin, jemandem zu sagen, dass er von der Karte runtersteigen soll. Hä? Ich wollte mich hier... Ich merke gerade, dass, wenn er spricht, kommt nur dieses Blub. Und sobald er aufhört zu sprechen, wenn die Erzählerstimme sozusagen kommt, geht's weg. Was? Das ist ja interessant. Okay. Quasi Gedanken oder Erzählerstimme sind ohne Vertonung. Ach so. Alles andere hat so Blub. Oder ist das grundsätzlich so? Nee. Da redet er noch. Okay, cool. Interessant. Dann kann man das doch ein bisschen differenzieren. Ja. Habe ich jetzt alle erwischt schon? Wahrscheinlich. Lässt du mich da rein? Der oberste Stock des Turmes ist ein Gefängnis. Jeder, der nicht die Karte aus... Junge, geh von der Karte runter, ich sage dir. Aha. Sidequest. Kennt er vielleicht so halb? Nein. Mist. Ich sehe die Karte, aber wie soll ich mal hin? Ja, du musst ihn halt befriedigen. Okay. Für die Karte immer. Nein. Kannst du mir helfen? Nein. Wie kriege ich den jetzt von der Karte runter? Wen haben wir denn noch? Habe ich irgendwen vergessen? Nein. Oh, mit euch habe ich noch nicht geredet. Wow. Das ist König Macbeth Schloss. Der König ist der großartigste Mann in der Welt. Ich muss das sagen, sonst werde ich bestraft. Dies ist das Schloss von König Macbeth. Unser König ist der großartigste Mann auf der Welt. Ich muss das sagen, sonst werde ich bestraft. Ja. Just Metacraft Problems. Okay. Ich werde das Gefühl nicht los, dass es was mit der Monsterhöhle zu tun hat, an die ich noch nie rangekommen bin. Nö. Mist. Du musst die Seite finden. Na, das geht nicht. Dafür muss ich ja den Typen aus dem Gefängnis holen. Tja, dann mach das. Red vielleicht nochmal mit dem Sänger. Ich möchte spielen, aber eine Seite ist kaputt. Nicht mit dem Sänger, mit dem anderen. Mit dem anderen. Der gibt dir nämlich einen Tipp darauf. Ich habe einen Freund, der dem König nicht gehorcht hat. Das hatten wir doch alles schon. Ja. Erster Stock. Ja, im Kellergeschoss. Ach! Kellergeschoss, hat er gesagt. Ich dachte, in dem Turm.
Nö. Ich bin ein Dumm. So, erster Stock. There you are. Nun such. Ich bin doof. Oh nein! Der ist doch nicht schon tot. Tja. Das sind nicht die einzigen Knochen, die es hier gibt, ne? Oh, der ist schon tot, verdammt. Da wäre ich jetzt wieder nicht drauf gekommen, hätte ich wieder ewig rumgesucht. Ach. Das hier sieht doch sehr. Ja. Der Körper beinhaltet etwas. Conan van Harfens Seite. Also der ganze Körper ist zerfallen, aber die Seite ist noch okay. Ist die so stabil, ja. Fleisch zerrottet doch voll easy. Ja, ja, gut. Aber der muss ja auch Kleidung und so. Na gut, muss er nicht. Ja, gut. Hafenseite to OP. Better nerf, Hafenseite. Ja, absolut. Und ich fand, das kam nicht so richtig raus aus der deutschen Übersetzung. Nein, wirklich nicht. Von dem Typ. Und deswegen fand ich das ein bisschen blöd. Ich habe einfach, ach, dem will ich, dem level die gar nicht. Okay. Nee. Er wurde in die Folterkammer im ersten Kellergeschoss geschleppt. Er kam nicht zurück. Ach, der weiß, dass er tot ist. Also er geht davon aus, okay. Ja, weil er nie zurückkommt. Wie viel Zeit ist vergangen, wenn seitdem schon Knochen aus ihm geworden sind? Holy shit. So, einmal Seite bitte. Ach. Aber schon muss ich doch zu dem anderen gehen. Nein. Ah. Oh, das ist eine Hafenseite. Ich verspreche, sie vorsichtig zu benutzen, wenn du sie mir gibst. Nö. Das scheint dir sehr wichtig zu sein. Ich dachte, sagt vielleicht was Lustiges, aber nein. Vielen, vielen Dank. Bitte setz dich und lausche meine Musik. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Bevor ich anfange zu spielen, lass mich dir meine Geschichte erzählen. Ich bin während meiner 24 Jahre nur einmal verliebt gewesen. Es war, als ich eine Minenstadt besuchte. Grass Valley. Grass Valley ist eine Minenstadt? Ach ja, natürlich. Als ich verletzt war, kümmerte sich ein Mädchen um mich. Ich konnte ihr meine wahren Gefühle jedoch nie offenbaren. Der Name des Mädchens war Lisa, ich hab's mir gedacht. Das Stück, was ich jetzt spielen werde, habe ich nur für sie geschrieben. Kriegen wir jetzt endlich mal neue Musik? Kriegst du? Okay. Und jetzt kann ich mir die Karte holen. Conan fand eine Karte. Aber das sieht, hören wir uns kurz ein bisschen an. Es gibt keinen Text. Ich hoffe, dass eines Tages jemand in der Lage ist, einen Text dazu zu schreiben. Kein Text. Tiefug. Ich liebe es, Musik aus der ersten Reihe zuzuhören. Stör mich bitte nicht. Okay. Oh, das Lied ist schön. Das müssen wir jetzt erstmal mal anhören. Ich hör's nicht. Tipp einfach Lisas Team bei YouTube ein. Ich bin sicher, unter dem Namen ist es vorhanden. Soul Blazer OST einfach, Alter. Oder so. Mit dem Lied beenden wir sowieso jetzt auch den Part. Wer das Lied nicht mehr komplett hören will, der schaltet einfach schon mal ab. Nächstes Mal gehen wir dann in den Turm. Ich glaube, jetzt fängt es auch von vorne an. Oder? Ihr habt es also alle doch ganz gehört. Boah. Bin mir nicht sicher. Ich find's nicht, keine Ahnung. Schreibt es keiner, nennt es keiner Lisas Themen? Nö. Ja doch, es fängt von vorne an. Ist aber ein schönes Lied. Gut, danke fürs Zuschauen und tschüss.